Ein fröhliches Mir und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scrap Mechanic. Geil! So bei dem Text. Wir haben ja jetzt schon eine richtig geile, heiße Treppe entstehen lassen in der letzten Folge. Die wir natürlich heute richtig heiß und richtig geil weiterarbeiten werden. So richtig heiß, richtig geil. Darauf könnt ihr euch freuen. So, damit ist die Treppe auch schon fertig. Ich bin halt richtig heiß, richtig geil und richtig flott. Das ist mein Sprichwort. Heiß, geil, flott. Der Tigo ist heiß, die Treppe ist schnell. Wusch, wusch, wusch macht der. Wusch, wusch, wusch ist der. Das. 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 Und na. So. So. Richtig geil. Dies, das, dies, das. So. Und damit kann ich mich auch schon wieder verabschieden für diese Folge. Denn wir haben eigentlich alles geschafft, was wir in dieser Folge schaffen wollen. Geil, oder? Wie schnell die Folgen immer vorbeigehen. Ist auch echt schön, ne? Ist echt schön, dass das so schnell immer vorbeigehen kann. So schnell und so einfach ist doch immer super schön. Oder nicht? Ihr wollt doch auch immer so kurze Folgen. Oder nicht? Oder wollt ihr lange? Nee, ihr wollt lange? Nee, Leute, ihr wollt doch keine langen Folgen. Wer will denn heutzutage schon lange Folgen? Ihr doch nicht. Oder etwa doch? Och, was seid ihr denn für Leute, die lange Folgen gerne hätten? Das sieht hässlich aus. Das ist doch völliger Humbug hier. Lange Folgen braucht kein Schwein. Ne? Das braucht kein Schwein, eine lange Folge. Jeder will, weiß, er will kurze Folgen. Wie komme ich da jetzt dran, um da unten was hinzusetzen? Tata, fertig. Nein, das geht nicht so einfach. Ich kann das gar nicht. Kann ich da irgendwie dran? Ne, da komme ich nicht dran, ne? Ohne Tricks komme ich da nicht ran. Das ist blöd. Gut, dann machen wir Trick 1. Den hätte ich direkt machen sollen, so. Fertig. Ganz einfach. So, jetzt will ich natürlich gucken, ob ich so gut bin und das echt gut gemessen habe. Nee. Geht genau nicht. Das geht aber perfekt. Deliziös. So. So, 1 und 1. So, eine Dreiertür. Erstmal macht diese wieder weg. Die braucht kein Schwein. So, wie mache ich denn mein Häuschen? Aus welchem Material? Ich finde eigentlich das hier ganz schön. Eigentlich finde ich das ganz schön. Wenn das gut lackiert ist, ist das ganz hübsch. Finde ich. Oder? Passt. Auch keiner. So ein Schwachsinn hier. Totaler Humbug. Ist ein bisschen niedrig, das Ganze, würde ich sagen.
einfach, oder? Ja. Aber ist echt tief. Das gefällt mir schon besser. So runterfallen, da kann man jetzt aber schön die... ist blöd. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. So. Wie mache ich das jetzt? Es wird noch schöner, keine Bange. Oder etwa doch nicht, ich weiß es nicht. So, schön eckig, so gefällt es mir. Da muss was anderes hin, sonst sieht das doch zu blöd aus. So, haha. Buff, buff, biff, buff, buff, biff, buff, buff, biff, biff, buff. Eigentlich muss das tiefer werden, hier das Haus. Das Haus muss tiefer werden. Kann ich halt auch nichts für, wenn ich hier zu klein baue. Das heißt, es muss hier tiefer werden. So, dann machen wir nochmal hier so eine Reihe ran. Das sieht gut aus. So. Jetzt kann man hier auch so ein schönes Steuerpult hinbauen. Genau. Klar wäre cool, wenn das noch so abgeschrägt wäre. Das geht sogar. Denn es gibt so eine tolle Technik hier in Scrap Mechanic, die nennt sich Bearing. Bearing, Bearing, da ist der Bearing. So, dann bräuchte ich noch einmal, bitte. Wo ist er? Bitte einmal hier, bitte, 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 bitte. Da einmal. So. Das finde ich blöd. Ich nehme lieber das hier einfach direkt. Wo, das sieht auch beschissen aus. Doch lieber nur dieses Einzelknigge. Ist das schon zu breit? Ja. Eigentlich ist das schon zu breit. So. Bupp. So, wo ist diese Controller-Technik? Wo ist ein Controller? Ich brauche einen cool, wäre natürlich so ein hübscher Controller. Der cool aussieht. Natürlich sieht der herkömmliche auch geil aus. Aber ich will noch mal gucken, ob ich noch einen cooleren finde. Optisch. Ich will nämlich nicht so einen Block-Controller. Tastenfeld. Speicherzelle, aha. Intelligenter, tata, tata, tata. ASCII. Okay. LED, wie ist das? Ich will aber so einen coolen Kontrollenski. Ist ja irgendein cooler Kontrollenski. Habe ich den vielleicht bei den Dingern hier vielleicht irgendein cooler? Nee, sieht nicht so aus. Da ist ein cooles Bearing. Kein cooler Kontrollenski. Ne, nichts Cooles an Kontrollenskis außer der Standard
Kontrolenski. Na, dann bauen wir halt den Standard-Kontrolenski. Nein. Ach, Mist. Sachen, nee. Nee, jetzt Sachen nicht. Warte, muss ich mal ganz kurz hier Trick 18 machen. Erstmal hier so verbinden. Sieht das cool aus. So, darf ich bitte? 15 Grad. Zu viel. Schon zu viel des Guten. Reicht, was weiß ich, wenn es so 5 Grad sind oder so. Ja, das hat schon genug Optik. Dann kann man da, was weiß ich, gucken. Hier ist dann der große Knopf. So. Ich hätte dann ja noch so einen großen grünen Knopf. Obwohl, erst braucht man noch so ein Schlüsselloch. So. Ich brauche trotzdem noch so einen schönen grünen Startknopf. Natürlich braucht man, was man auch nicht vergessen darf, ist eine Signalleuchte. Frage ist, kann ich die einfach hier so anbauen? Geht das? Nein, geht nicht. Geht nicht. Lassen wir mal lieber. So, wo sind die Dinger? Hier sind sie. So. Na, das ist schlecht. Ach nee, ich wollte es. So. Großer Knopf. Nee, doch hier hin. Kannst hier den Schlüssel hinhauen. Da soll der Schlüssel hin, bitte. Dann hast hier noch eine Lampe. Ich bräuchte noch so ein paar Lämpchen. Wie sieht die aus? Aha. Das reicht auch schon. So, die eine muss grün werden. Ich brauche das Farbetool. Ist zu dunkel. So ist besser. Farbe drauf, das ist zu. So. So. Vielleicht hätte ich zwei von diesen Knöpfen. Gibt es nicht irgendeinen anderen blöden Knopf? Irgendeinen kleineren, der nicht so eine große Fläche hat? Das wäre ganz schön. So einen schönen kleinen Knopf. Nee, nein. Wo ist denn so ein ganz blöder Knopf? Einfach ein normaler Knopf, der nicht riesig ist. Gibt's nicht, ne? So ein ganz kleinen. So ein kleinen. Na, gibt's nicht. Dann eben nicht. Dann eben nicht. So, die machst dann rot, bitte. Hellrot. So. Stopp. Notstopp.
So. Steht da was drauf? Emergency Stop. Aha. Finde ich cool. So, den finde ich echt cool. So, da müssen wir das Ganze natürlich noch lackieren in einem schönen Grau. Grau, obwohl hellgrau ist besser. Grau, grau, grau. Nein, ich muss da ran. Da muss ich ran. Nee. So. Nein. Das muss doch so ein schönes Hellgrün haben. Geschafft, ey. Das ist echt problematisch. Das ist ja wirklich. Muss ich wirklich mehr Radius geben, damit ich wirklich alles treffe. Jetzt geht's. Geht doch. Wohl so ein bisschen mehr Radio, ein bisschen mehr Neigung wird doch. So. Voila. So, Achtung, fertig, los. Bob. So, da war ja so ein Problem noch, was wir beseitigen müssen. So. Jetzt sollte es auch funktionieren hier mit dem Drehen, ne? Hab ich recht? Hier ist der Ausgang. Ja, das geht. 1A. Das gefällt mir. Like. I like. Okay, yay. Passt das? Fast. Nur mal Mühe länger. So. Da fällt man natürlich runter. Wie löst man dieses Problem? Indem man so einen Mechanismus macht. Indem man einen Mechanismus baut. Das aber eigentlich sollte ganz einfach zu bauen sein, oder? So. Kann ich das wieder mit diesen machen? Nein, kann ich nicht. Schade. Dann nehmt nicht. Was nehmen wir dann dafür? An diese Blöcke. Nehmen wir diese Blöcke halt dafür. So. Dann baust du einen Controller ein. Einen Augenblick. Wo habe ich meinen Controller hin? Hochschmeiß, können wir den hin tun. Dahin. So, den machen wir dann auch. So, voilà. Wohl, ist das auch so in echt? Wie macht man denn dann das Geländer?
Wenn ich das jetzt wegklappe. Einen Augenblick bitte. Ich brauche mal hier noch einen Schalter. Schalter gab es doch so viele. Wo sind denn jetzt wieder die Schalter? Da. Haben sie sich versteckt? Man geht das gar nicht weg. Oh. Ja gut. Damit hat sich die Technik auch schon als schlecht erwiesen. Muss ich mir was anderes überlegen. Aber das machen wir in der nächsten Folge, dieses Überlegen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und mir tschüss.